In diesem Tutorial möchte ich demonstrieren, wie Sie Rastergrafiken, das können PNGs sein, oder auch JPEGs, PMP, das gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die da unterstützt werden, im Revit als Modellierungsunterlage verwenden. Ich habe mal ein paar Rastergrafiken vorbereitet, also hier gibt es diverse Grundrisse in Form von Rastergrafiken, Ansichten und Schnitte. Und wir werden mal so einen Grundriss einfügen. Ich fange ja mal an mit dem Obergeschoss. Dazu wechsle ich jetzt ins Revit und gehe hier in den Projektbrowser und suche mir hier das Obergeschoss. Ansichten, Modellierungsansichten. So, wo haben wir das? Isometrisch. Hier Rohbau und hier Grundriss OG. Hier empfehle ich immer noch den Projektbasispunkt mit einzublenden. Ich meine, er ist eh schon hier durch dieses Kreuz definiert. Dennoch würde ich ihn gerne noch mit sehen. In dem Fall gehe ich jetzt mal auf Ansicht, dann auf Sichtbarkeit Grafiken oder VG. Muss das hier mal rüberziehen und suche mir jetzt hier den Projektbasispunkt. Der ist meines Wissens unter Topografie. Oder auch nicht. Boah, wo ist der jetzt wieder? Oder Gelände. Grundstück hier. Genau, hier ist auch Projektbasispunkt. Und Vermessungspunkt nehmen wir den auch gleich noch mit. Beide sind beide momentan identisch. Hier sind sie. Und das ist dann quasi unser Ursprung. Und das sollte möglichst dann auf einer Hauskante liegen. So, jetzt holen wir uns das Bild hier rein. Dazu wechsle ich auf Einfügen. Dann hier auf Bild. Und muss jetzt mich jetzt zu den Ordner navigieren, wo sich das Bild befindet. Ich empfehle immer, das alles in einem Projektordner unterzubringen, damit Sie, hier ist es, damit Sie die Daten dann leichter wiederfinden. Das ist hier mein Projektordner und hier unter PNG sind die einzelnen Bilder und ich wähle hier das Obergeschoss aus. Sie sehen hier nochmal die verschiedenen Fileformate, die unterstützt werden. Also PMP wird unterstützt, JPEG, PDF geht da, geht auch bei der Gelegenheit, PNG oder TIFF. Ja, das tun wir auswählen, gehen hier auf Öffnen. Es gibt eigentlich kaum große Einstellungsmöglichkeiten. Hier sieht man das Bild, wie es jetzt eingefügt wird. Und das können wir jetzt erstmal platzieren. Im nächsten Schritt würde ich das Ganze skalieren, denn wenn wir hier mal nachmessen, werden wir feststellen, dass der Maßstab in der Regel nicht stimmen wird. Gehe jetzt hier auf Abmessen und messe das hier mal nach. Und da sehen wir, wir haben ja nicht 10 Meter, sondern irgendwas mit 2,60 Meter. Das ist natürlich zu wenig. Und werden wir jetzt korrigieren. Darin sehen Sie auch, dass es wichtig ist, dass Sie hier immer möglichst noch eine Maßkette mit dabei haben, auch eine möglichst große, weil sonst wird es schwierig, das Bild im Nachhinein wieder in den richtigen Maßstab zu bringen. Das haben wir hier. Ich habe ja auch zwei Maßketten. Es kann die oder diese nehmen. Ich nehme diese, weil die ist einfacher und auch ein Tick größer. Also ich lasse das Bild ausgewählt, gehe dann hier auf die Ändern-Registerkarte, die ist jetzt eh eingeblendet, und finde hier den Befehl Maßstab oder Skalieren. Klicke drauf. Jetzt schauen Sie mal in die Optionsleiste. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Sie können das hier numerisch eingeben. Falls Sie wüssten, wie der Umrechnungsfaktor wäre, um das Bild wieder in den Maßstab zu bringen, könnte man den hier eingeben. Wenn man ihn nicht weiß, geht man auf Grafisch und tut ihn quasi am Bildschirm bestimmen. Jetzt, wenn ich auf Grafisch gegangen bin, zoome ich mich hier auf die eine Seite der Maßkette und klicke jetzt hier ungefähr in der Mitte. Sie können bei Rastergrafiken keine Punkte fangen hier im Revit. Das heißt, Sie müssen das nach Augenmaß machen, umso genauer Sie ranzoomen, umso genauer wird das. Jetzt müssen Sie hier die Mitte ungefähr finden und klicken da rein. Jetzt zoome ich mich wieder raus und fahre hier rüber. Mit der gedrückt mittleren Maustaste kann ich quasi hier ein bisschen schieben. Und jetzt zeige ich hier auf diese Maßkettenbegrenzung und zoome mich jetzt hier wiederum ran und suche sie die Mitte. Und wenn ich die ungefähr habe, klicke ich. Jetzt zoome ich mich wieder raus und fahre in die Mitte. Jetzt kann ich hier die Maßzahl eingeben, die es haben soll. Wir haben jetzt Zentimeter, also müssen wir das Ganze jetzt hier in 10 und noch 2 Nullen dran, also 1000 Zentimeter eingeben, bestätigen das Ganze mit Enter und das Bild wurde neu berechnet, also skaliert. Jetzt tun wir es nochmal nachmessen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Klicken hier nochmal rein
und sehen, das sind ungefähr 10 Meter. Wichtig ist hier, wenn Sie mit Rastergrafiken arbeiten, haben Sie nicht die Möglichkeit, hier Punkte irgendwie einzufangen. Sie können es quasi nur nach Augenmaß machen. Jetzt schiebe ich mir das Ganze hier unten mit einer Ecke in meinen Ursprung. Ich schiebe das mal so grob mit der Maus ran und die Feinjustierung mache ich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur. Also hier soll mein Projektbasispunkt, soll hier die untere linke Hausecke sein. Jetzt kann man sich auch noch ein bisschen ranzoomen, um das noch etwas fein zu justieren. So. So, wie gesagt, das geht nur nach Augenmaß. Wenn das Bild jetzt eingefügt ist, skaliert und positioniert, dann empfehle ich immer, das Ganze noch zu fixieren. Das Bild ist immer noch ausgewählt und hier sieht man die Pinnnadel und jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Bild noch zu fixieren. Damit verhindern Sie, dass es jetzt hier unbeabsichtigt irgendwie hin und her geschoben wird. Ja, es gibt in Revit, wie gesagt, keine Layer. Was es allerdings gibt, gibt es hier Kategorien. Das heißt, wenn Sie das Bild mal ausblenden wollen, dann können Sie das anklicken und hier sagen Ausblenden, Element ausblenden und die ganze Kategorie ausblenden. Beziehungsweise Sie können das auch, wenn Sie wissen, wie die Kategorie heißt, können Sie das auch hier über VG machen. Also Shortcut VG. Jetzt muss ich kurz überlegen, war das jetzt hier? Ich glaube Raster. Ich glaube, das hieß Rasterbild. Doch hier Rasterbilder. Wenn Sie das hier ausschalten, dann ist die Kategorie aus. Sehen Sie das? Um das wieder einzublenden, können Sie wieder auf Ansicht gehen. Und hier das wieder einblenden. Rasterbilder hier. Und dann ist es wieder da. Ja, zum Schluss werde ich jetzt hier noch schnell eine Korrektur vornehmen. Und hier die, denn man sieht ja hier, dass mein Haus nicht so groß wird, wie das hier entsprechend vorbereitet ist. Das heißt, jetzt kann ich hier noch entpinnen und hier die Achsen ein bisschen runterziehen. Dann pinne ich es wieder. Dasselbe hier, ich tue es wieder anpinnen, damit ich es verändern kann und schiebe die Achsen ein bisschen zusammen. Die Referenzebenen, was hier die Achsen darstellen soll. Das lässt er mich ein bisschen ranzoomen. Jetzt hat er es. So, und pinne es wieder. Und jetzt können Sie hier noch auch die Symbole für die Ansichten. Das mache ich hier, damit ich jetzt in der Ebene bleibe, gleich mit dem Pfeiltaste oder Tastatur. So, das hätte ich eigentlich auch gleich mitnehmen können. Beziehungsweise das können wir vielleicht auch gleich so schieben. So, das noch ein Stück runterschieben. Na, ist mal etwas zu weit gegangen. Mit der ganzen Geschichte ist hier, ja, müssen wir die noch ein Stück hochschieben. Das und das. Das mache ich ja auf diese Art. So. Ja, das sieht gut aus. Das können wir auch noch zusammenschieben. Und warum habe ich das gemacht? Wenn ich das Doppelklick mittlere Maustaste mache, dann macht er quasi Zoom Grenzen und dann wird nur der Bereich angezeigt, wo auch was passiert und ich habe nicht so viele Leerstellen auf meinem Bildschirm. Jetzt kann man das noch ein bisschen fein justieren. Hier auch nochmal. Halt hier. So, und das auch noch. Wer will, kann auch den Rahmen hier ausblenden. Ich mache jetzt nochmal fertig und dann haben wir das OG gut eingerichtet. So. Doppelklick mittlere Maustaste und wir haben jetzt den Bildschirm optimal eingerichtet und könnten jetzt losarbeiten. Ja, was man vielleicht noch machen sollte, ist, vielleicht noch ein Raster sich einzurichten, weil ich habe ja erwähnt, dass Sie nicht die Möglichkeit haben, hier einzufangen. Wenn Sie allerdings mit einem Arbeitsraster arbeiten, dann haben Sie die Möglichkeit, über das Raster einzurasten und können dadurch etwas leichter modellieren. Machen wir das noch schnell. Dazu gehe ich hier auf, auf Architektur, dann hier auf Arbeitsebene und hier können wir sie einblenden. Wenn wir sie eingeblendet haben, können wir sie anklicken, also auswählen. Jetzt ist er ausgewählt. Wir können jetzt in die Eigenschaften gehen und hier einen Rasterabstand eingeben. Und zwar würde ich jetzt hier wählen 12,5 cm, nehme quasi hier das Baurichtmaß zur Orientierung 12,5. Enter. Und muss ich das ein bisschen ranzoomen, damit wir hier was sehen.
So. Jetzt, okay. Und das müssen wir auch noch ein bisschen ausrichten. Dazu schiebe ich mir das hier ein bisschen zusammen. So. Jetzt habe ich hier. So. So. Das ist hier eh, man sieht, das liegt hier eh im Ursprung. Ja, das passt sehr gut. Und hier, ja, hier habe ich jetzt noch ein bisschen eine Abweichung. Das ist ein bisschen komisch. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir vielleicht schon das Bild noch nach oben auch. Hier habe ich auch noch mal eine Abweichung. Das sollte allerdings 10 Meter sein. Das heißt, hier habe ich noch einen kleinen Fehler im Skalieren. Den könnte ich jetzt noch korrigieren. Wenn man es ganz genau machen will, klicke ich halt das Bild nochmal an. Was ein bisschen schade ist, man kann meines Wissens die Arbeitsebene selber nicht spinnen. Die lässt sich nicht spinnen, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, die kann man dadurch auch leicht verschieben. Wer weiß, wie man die irgendwie fixieren kann, gibt mir mal einen Tipp in die Kommentare. Das fände ich nämlich sehr praktisch, wenn man das könnte, weil mir schon oft passiert, dass ich sie ausgewählt habe und dann verschoben habe. Jetzt werde ich das Bild nochmal korrigieren. Als Genauigkeitsfetischist stört mich das, dass du es nochmal anpinnen. Gehe jetzt hier wieder auf Skalieren. Ich muss es, damit es auf 10 Meter kommt, muss ich etwas reinschieben. Genau. Das sind hier 10 Meter. Das müssten 10 Meter sein. Oder? Du musst mal kurz messen. Gehen wir hier auf Messen. Hier rasten wir ein. Und wo sind jetzt hier die 10 Meter? Das sehen wir es leider nicht. Die Maßzahl. Hier ist es, genau. Also hier muss man es ein bisschen reinkürzen. Das Bild ist noch etwas zu groß. Also ausgewählt und skaliert. Wo ist es? Ach Quatsch, Bild auswählen. Ich habe die Raster. Also das Bild ausgewählt, habe ich jetzt geschoben. Ne, es passt noch. Ne, es muss noch ein Stück runter. Jetzt. So können wir damit können wir leben. Und jetzt wird skaliert. Wir skalieren das. Klicken hier rein. Zoomen uns jetzt hier ran. Hier und das soll diese Länge bekommen. Jetzt haben wir es quasi aufs Raster skaliert. Und hier oben passt es jetzt auch besser. Jetzt können wir es wieder sperren, also fixieren, pinnen. Und das Bild ist jetzt fixiert und liegt jetzt genau in unserem Arbeitsebenenraster. Ja, das ist jetzt nochmal das, glaube ich, noch eine Feinjustierung, die ich empfehlen würde, wenn Sie jetzt damit arbeiten. Dann können Sie quasi immer übers Raster schön einrissen. Einrasten natürlich vorausgesetzt, der Grundriss passt auch auf auf dieses Baurichtmaß. Sie können natürlich auch mit anderen Rastern arbeiten, mit einem 10er Raster oder was auch immer. Ich empfehle immer, wenn Sie gerade im Entwurf sind, Raster zu verwenden, um halt vernünftige Maßzahlen zu produzieren oder vernünftige Dimensionen, ja, die auch im Zentimeterbereich sich ausgehen. Wie gesagt, das historische Baurichtmaß geht auf einen halben Zentimeter aus, aber mehr sollte man aus meiner Sicht nicht machen. Das erkennen Sie immer an diesen Hoch-5-Zahlen. Ja, das sind diese alten Baurichtmaßzahlen, die auf einen halben Zentimeter genau sind. Okay, so viel dazu.